2022 Tops Deco Champions League 5 Box Pick Your Team Break Nummer 1. Teams sind auf der rechten Seite. Danke an alle fürs Mitmachen. Viel Glück. Here we go. Das ist Break Nummer 1. Hiernach ist direkt Break Nummer 2 Deko. Wir schauen, was wir kriegen. Letztes Jahr Deko richtig geil, muss ich sagen. Dieses Jahr sah ganz nett aus. Ich habe leider selber noch keine aufgemacht, aber wir schauen mal. Viel Glück. Bukayo Saka. Okay, also Duel. Luis Vigo und Vinny Junior für Real. Dann haben wir Darwin Nunes, Liverpool. Wir haben Golden Great, Erling Haaland. Timo Werner für Leipzig Base. Wir haben Divock Origi für AC Milan. Schauen wir mal die letzte eben. Und das ist Reece James für Chelsea. Alright, und ist es schon ein Auto? Es könnte schon ein Auto sein. Oder ein Insert, ich weiß es gerade nicht. Schade, dass es kein Auto ist. Frank Rijkaard, AC Milan. Legend. Ja. Stimmt, hast recht. Alright, Rookie, Prodigy, Tyrell Malacia für Man United. Ich mochte den früher schon, finde den eigentlich ganz cool. Dachte nochmal ein Rookie, Enzo. Extra für Roman. Prodigy, Rookie, Enzo Fernandez. Ist er nicht jetzt gewechselt nach Chelsea? Ist das der, ja, ne? Harry Kane, Gabriel Jesus, Pedro Gonçalves, Phil Foden, Trent und Kai Havertz für Chelsea. Alright, next up. Adeyemi für den BVB. Das könnte schon ein Hit sein, ne? Ja, da kommen die Hits. Okay, warte mal, ich tue sie mal eben auf Seite. Machen wir hier die eben. Nacho für Real. Barella für Inter. Hakimi für PSG. Prodigy, Rookie ist Gonçalves, Borges und Nikola Zalewski und Jude Bellingham. Alright, wir gucken mal, was wir für Hits haben. Und zwar haben wir hier erstmal hinter Adeyemi Insert. Nice, Phil Foden. Phil Foden und da kommt der Hit und die ist auf 49. Wenn die Kamera mitspielt, hier glänzt alles. So shiny ist es. Alright, Phil Foden covered mit einem Auto von Riyad Mahrez und Manchester City. Habibo, nice, auf 49. Riyad Mahrez, eigentlich ein geiler Fußballer. Bei dem falschen Team. Riyad Mahrez für City auf 49. Ist schwer, irgendwie glänzt hier alles echt. Ja, da, 2 von 49. Sorry, wenn es nicht ganz so ist, schön darstellbar war. Und nice Phil Foden, Insert. Für City. Alright, next pack. Rookie, Marcus Edwards für Sporting. Nice, Dennis Bergkamp, the GOAT, mein absoluter favorite player. Ruben Diaz für City auf 99 und Legend. City räumt ja gerade mal richtig ab. Ruben Diaz und die, ich muss sagen, die Inserts sind, beziehungsweise die nummerierten und Autos sind etwas dicker. Gefällt mir. Nicht so dünn wie sonst. Ashley Cole, oder Cashley Cole für Chelsea, Mason Mount, Gravenberg, Bayern, Grimaldo für Benfica, Legend ist Stevie G für Liverpool. Die Karte sieht irgendwie aus, die gibt es ja auch mit Auto, aber ohne wirken die irgendwie nicht so toll, ne? Und Benzema Base. Alright, next up, Jude Bellingham, Dortmund, ich sleeve gleich nachher alle noch. Pedri für Barca und Numbered. Wow, 1 von 5. Oh, oh, ich tue es mal auf Seite, machen wir gleich am Schluss. 1 von 5. Erstmal Messi für PSG. Boom. Nice. Alaba. Prodigy ist Ilias Akuma für Barca. Nkunku für Leipzig. Und Kolo Muani. Nice. Für Frankfurt. Rookie. Geht auch ganz gut gerade. Alright, seid ihr bereit für einen Hit auf 5? Wir schauen erstmal die Base und das ist
Kein anderer als Robert Lewandowski. Alright, Hit auf 5 ist ein Rookie. Wow, come on. Gib uns was Gutes. 1 von 5. Blaues Trikot ist Brügge. Leider das schlechteste Team, was man, glaube ich, kriegen konnte. Aber Kamal Sowah, der ist eigentlich ganz gut. Guter Spieler. 1 von 5. Wer hat Brügge? Natürlich Roman. Was frage ich überhaupt, wer den hat? Congrats, Roman. Ist echt kein schlechter Spieler. Alright, next pack. Ronaldo. Ronaldo hat ja hier die Autos mit den CR7 Autos, ne? Naja, wir schauen mal. Rodrigo. Pedri. Andre Di Maria. Raheem Sterling. Duo, then and now Stevie G und Harvey Elliott, Liverpool, Koulibaly für Chelsea und Jadon Sancho, Jadon Bencho, wie in England heißt. Juan Bernat, PSG, der ist auch immer dabei. Heung-Min Son, Spurs. Wir haben Paul Wanner für die Bayern, die ist nicht nummeriert, aber ist ein schönes Insert. Gefallen mir gut, die Rookies. Bukayo, Sadio Mane für Bayern, Anthony, McKennie und David Neres. Hängt mein Chat? Roman antwortet gar nicht. Oh, die hätte ich gerne mit Auto. Martin Keown und William Saliba, then and now, sehr geil. Bastoni für Inter. Vinny Junior Real Legend ist Vidic für Manu. Mbappe. Ah. Oh, Roman, du hast eine Karte getroffen. Marcus Rashford. Vinny Junior nochmal. Portrait und Riyad Mahrez. Roman bringt gerade wieder Müll runter. Ah, ja. Bukayo Saka. Die ist geil, die Karte. Die gefällt mir. Sehr cool. Gibt es auch Parallels von? Weiß ich gerade gar nicht. Lewandowski, wir haben Wayne Rooney, Legends, Vinny Jr., Richarlison, Henderson, Fabio Vieira für Arsenal und Ansu Fati. Alright, letzte Pack für die erste Box. Wir starten mit Marco van Basten. Schade, dass es nicht Ajax ist. Wie geiler. Vlahovic, Theo Hernandez, Luis Diaz, Lautaro Martinez, Kevin De Bruyne und wir schauen mal, wir haben, der ist eigentlich ganz gut, Conceição, wusste ich gar nicht, dass der da drin ist, sehr cool, also keine Rookie, hatte der vorher schon Karten, weiß das jemand, wundert mich, alright, De Bruyne und, wer heißt der, Mohamed Alicho, Real Sociedad, Rookie, das war die erste Box. Also, erster Auto war Riyad Mahrez. Wir haben einen auf 5 bekommen. Oh, noch mehr. Alright, Box Nummer 2. Holz, wie weiß das? Ja, also, ich habe jetzt ein paar Spiele von Ajax gesehen und der hat mir echt gut gefallen, wirklich. Ich glaube, der kann was. Dauert nicht lange, dann ist er bei dem großen Team bestimmt. Alright, wir starten wieder mit diesmal Ian Wright und Gabriel Jesus. Sehr geile Karte. Smith Rowe. Und wir haben schon eine Nummerierte und zwar auf 49. Auto Theo Hernandez für AC Milan. Erste Pack, erste Auto. Sociedad ist in der Combo irgendwo. Theo Hernandez, sehr cool, guter, geiler Spieler. Auf 49 für AC Milan. Milan hat Marcel. Sehr schöne Karte. Congrats. Theo Hernandez. Riyad Mahrez. Dann haben wir Anthony Elanga, Manu, Barella, Benzema und Salah sowie Martinelli.
Alright, Trent. Wir haben Stevie G, Liverpool. Kammerfinger für Real. Gavardio für Leipzig. Gavi für Barca. Gavi für Barca. Kaká für AC Milan. Und Grealish für City. Vinny Jr., Pedri, Vlahovic, Casemiro für Manu, Iniesta und Pedri, then and now für Barca. Hallo, Kamera, danke. Wir haben Legend in Zagi. Zwei Legends in der Hand, könnte nummeriert sein. Nein, ist er nicht. Didier Drogba für Chelsea. Und Jade Spence für Spurs. Rookie. Weiter geht's mit Theo Hernandez nochmal. Frank Lampard, Chelsea. Then and now Fabregas und Havertz, Chelsea. Noah Lang für Brügge. Rookie. Borges für Porto. Prodigy. Wir haben Pedro Gonçalves. Aber den hatte Holzi, oder? Nicht Gonçalves, oder? Renato Sanchez und Tchouaméni für Real Madrid. Weiter geht's mit Erling Haaland. Manuel Neuer Insert. Sieht schön aus. Schönes Set. Gefällt mir echt gut. Musiala. Wir haben Malasia für Man United. Auba. Then and now Mason Mount und Frank Lampard. Chelsea. Phil Foden nochmal. Und Gabriel Jesus. Weiter geht's. Veron. Heißt er Gabriel Veron? Ja. Dann haben wir Yaya Touré. Oh, der war geil mit Autos. Würde ich auch feiern. Lukaku für Inter. Wir haben Juan Bernat für PSG. Oh, da ist er. Neuer Arsenal-Spieler. Geht die dann in Arsenal? Mudrik. Schachter Donetsk. Sehr cool, guter Spieler. Soll echt jetzt bei Arsenal unterschreiben in den nächsten Tagen. Michael Owen für Liverpool, Lewandowski und Steven Gerrard, Harvey Elliott. Harry Kane, Salah, wir haben Benzema für Real, coole Karte, mal wieder. Matthijs Tel, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, wir haben Ashley Cole für Chelsea und Erling Haaland. Thorsten, nein. Richarlison. David Alaba. Kenneth Taylor für Ajax. Kai Havertz. De Bruyne. Grimaldo für Benfica. Ja, Kouamouni, Rookie. Adeyemi, aber nur normale. Und Pirlo. Oh Gott, die Namen hier alle. Enzo Fernandez für Benfica. Oh, wir haben eine Nummerierte nochmal, eine Green. Antonio Rüdiger für Real. Ist die nummeriert? Legend. Legend of 99 ist Luis Garcia für Liverpool. Nur der Rookie kam für die Eintracht bisher. Luis Garcia. Und wir haben Mudrik nochmal. Nice. Rashford. Wir haben Henrik Larsson für Celtic. Ach, wer ist er nochmal? Brian Gittens heißt er, ne? Mein Gott, das ist immer so ein Name. Divock Origi und Bruno Fernandes für Man United. Letzte the Pack für Box Nummer 2. Starten wir mit Bukayo Saka on top. Phil Foden, wir haben nochmal eine nummerierte. Oh, eine One of One Ruben Diaz. Boom. One of One Ruben Diaz. Nice. Congrats an Habibo. One of One. Oh, ich muss mal meine Netics rausholen hier.
One of One Ruben Diaz aus dem Nichts. Ruben Diaz 101. Kann man mal mitnehmen, oder? Manchester City. Glückwunsch. Erste 101 bei uns, bei mir. Schön. Geiler Start. Ruben Diaz. Leider nur Ruben Diaz am Ende, ne? Aber hey. 101 ist 101. Das stimmt. Danke, Mike. Stimmt. Vinny Jr. Alright. Anthony. Cristiano Ronaldo. Echt die erste Ronaldo erst. Komisch. Xavi und Gavi. Auch geil. Reimt sich. Xavi und Gavi. Van Basten für Milan und Bukayo Saka für Arsenal. Ja, Haaland wäre natürlich der Oberkracher, oder? Wir fangen klein an. Box Nummer 3. Oh mein Gott, mit dem Messer muss man geschärft werden. Hätte auch Harry Maguire sein können. The Fridge, da hätte ich Inscription The Fridge gemacht. Für den Kühlschrank, damit er sich so geil bewegen kann. Das sollte man andersrum machen. Guten Morgen. Kenneth Taylor wäre geil. Hallo? Hätte ich gefeiert, Kenneth Taylor. Alright, also, wie wäre es mit Frankfurt Rookie? Nochmal, was bringt denn die normale Rookie? Kolumani, nice. Alright, wir haben Vidic für Man United, Bentancur für Spurs, Steven Gerrard und Harvey Elliott, then and now für Liverpool, Pedro Gonçalves, Ian Wright und Gabriel Jesus, Duo, nice. Ronaldo, Fat Ronaldo für Real und Fabio Vieira, ich wollte gerade Patrick Vieira sagen. Ist es wirklich so, Thorsten? Ja gut, Diaz ist auch jetzt ist ein guter Spieler, aber er hat jetzt nicht wirklich viel Value, glaube ich. Ronaldo, Gavi und nummerierte und zwar auf 49. Könnte das Auto sein? Es ist das Auto. Es ist Harry Kane für Tottenham. Wow, Max Fillerspot, Harry Kane. Okay, ich mag Kane nicht. Wieso wohl? Aber Harry Kane. Hatten ja auch nicht ganz so viele Autos. Das ist schon ganz nice. Auf 49, Harry Kane. Sorry, glänzt ein wenig, spiegelt ein bisschen. Harry Kane für Tottenham. Congrats. Muss ich den wirklich auf die Treppe stellen? Jeder, der mich kennt, weiß, als Arsenal-Fan hasst man Tottenham einfach. Aber nice. Keiner mag Kane, das stimmt wohl. Veron hat ja auch nie was gewonnen. Die Rainer. Jaja Touré, außer den Audi Cup. Alles gut, ich lasse es stehen. Vidic für Manu. Wir haben Mbappé endlich und Leo Messi endlich. Wow, direkt hintereinander. Echt, ein 10er die Base? Boah, ist gar nicht mal so viel. Wieso habe ich ihn so günstig gehabt? Jetzt weiß ich auch, wieso er als erstes weg war. Xavi für Barca. Luis Figo und Vinny Jr. Then and Now, Duo. Leider ohne Auto, das wäre geil. Jetzt gibt die Then and Now doch auch mit Auto, oder liege ich da falsch? Ich glaube, ich liege falsch. Ja, es gibt auf jeden Fall Dual-Autos, das stimmt. Ashley Cole für Chelsea. Riyad Mahrez. Benzema für Real. Jordan Henderson, Hendo. Virgil und Vinny Jr. nochmal. Alright, next up, Raheem Sterling, wow, der ist so ab, bei Man City war der doch deutlich besser, oder liege ich, hat ihn schon mal jemand beobachtet? Denn in Autos gibt es, aha, okay, dann hab ich ja doch recht gehabt. Raheem Sterling hat echt total mega abgebaut, also gefällt mir gar nicht, wie er spielt. Ah gut,
Malasia, Rookie für Man United. Und auf 49 Auto geht an. Nein, kein Auto. Schade, es wäre schön gewesen mit Auto. Jude Bellingham. Jude Bellingham Parallel. Wir hatten ja schon Autos, das kann ja jetzt nicht sein. Mensch, bin schon wieder nicht bei der Sache hier. BVB. Bellingham, Blue Parallel auf 49. Dortmunds Max B. Real Madrid, Ronaldo. Rafael Leao. Mudrik nochmal. Bastoni für Inter, Mohamed Salah für Liverpool und Nacho für Real. Sterling fand ich eigentlich immer cool. Hat Spaß gemacht, dem zuzugucken beim Fußball, aber seitdem er bei Chelsea ist, geht's gar nicht. Yaya Toure für City. Wir haben Tchouaméni für Real Madrid. Und Cashley Cole, Chelsea. Und Luis Garcia für Liverpool. Weiter geht's mit Harry Kane sowie Michael Owen. Liverpool nochmal. Hallo, die Triple Autos sind doch geil. Martin Keown und William Saliba, Then Now und Mohamed Salah. Die Arsenal One-on-One ist leider schon raus. Noah Okafor für Salzburg. Wir haben The Goat, Dennis Bergkamp. Lautaro Martinez, Cristiano Ronaldo, Then and Now Wayne Rooney und Anthony. Was ein Vergleich, um Gottes Willen. Juan Bernat für PSG. Wir haben Harry Kane für Spurs und Alex Grimaldo für Benfica. Hat jemand schon ein paar andere Triple Autos gesehen? Es gibt zwei, ne? Real. Ne, war es Real? Doch, Real habe ich gesehen. Irgendwo bei Facebook heute. Hat irgendjemand was gesucht und da war ein Bild davon bei. Salah. Wir haben Madueke für PSV. Sucic für Real, sag ich schon. Für Salzburg. Elanga für United. Lukaku. Benzema. Grealish. Und Frank Lampard. Ich meine, ich glaube, mit Bayern kann sich nicht beklagen. Ja, die Triple Arsenal ist raus, weil ich jetzt gesehen. Ist nicht schlimm, ich will nur die normale, die reicht mir. David Neres. Lautaro Martinez. Lisandro Martinez für Manu. Wir haben David Alaba, Karim Benzema, komm, gib uns einen schönen Hit. Jude Bellingham, nice. Auba, nicht nice. Pedri und Virgil. Aber es gibt zwei Triples, ne? Hab ich richtig in Erinnerung. Pedri. Wir haben Salah, Vlahovic, Brahim Diaz, Milan. Akuma für Barca, sorry. Dann haben wir, wer heißt denn der? Zaire Emmert für PSG. Camavinga und Thomas Müller. Noch eher, okay, die kleine. Aber die Dual-Autos finde ich auch nice. Ich habe überlegt, ob ich das Set mache, aber es gibt Haaland, ne? Als Dual-Auto. Ich habe zwar noch keine gesehen, aber wir schauen mal. Adeyemi für Dortmund. Dann haben wir Zalewski für Roma. Und auf 99 ist Rookie Prodigy für Porto Veyron. Gabriel Veyron. Porto. Den, ja, schon geil. So ein Triple Auto. Ich will erstmal die Arsenal haben. Mal schauen, wo die endet. Preisrahmen. Na gut. Lewandowski. Wir haben Ali Chu, wir haben Phil Foden für City, Then and Now, Larsson und Furuhashi, AC Milan, Inzaghi und Patrick Kluivert für Barca, Legend. Coole Karten, wenn die On-Card wären, wären die richtig geil, die Autos. Aber ja. Zwei Boxen haben wir noch, komm, gib uns was Nettes hier. Ich meine, One of One haben wir schon, wir haben ein paar nette Autos dabei bisher. Hernandez, Kane, Mahrez, das ist nicht so fair, Cat. Ne? Here we go, next up, Gravenberch. Base, wir haben Michael Owen für Liverpool. Mohamed Salah,
Bukayo Saka, Mason Mount, Vinny Jr. und Harry Kane, Richarlison. Weiter geht's mit Malasia, Rookie. Wir haben Adeyemi. Dann Andrea Pirlo, erste Mal dabei für Milan. Nkunku, Koulibaly, Bukayo Saka, Pellegrini und Weston McKennie. The GOAT, Dennis Bergkamp, nice. Wir haben Wayne Rooney und Anthony. Heung-min Son, Roy Keane für Man U, sowie Steven Gerrard für Liverpool. Reece James, The GOAT, Dennis Bergkamp und Gavi. Anthony, Brahim Diaz, Anthony Elanga für Man United. Wir haben Shimakan für Leipzig, Harry Kane für Tottenham, Bentancur für Tottenham, Patrick Kluivert für Barca und Jadon Sancho für Man United. Inzaghi, ich glaube jetzt kommt der Hit. Haaland und wir haben ein Legend Auto, glaube ich. Scheint so. Und zwar auf 49 für Liverpool. Echt jetzt? Luis Garcia! Liverpool auf 49. Jan, Congrats Jan! Luis Garcia Legend Auto für Liverpool. Schönes Auto. Ist eigentlich ein schönes Set. Gefällt mir auch gut. Bisher. Luis Garcia. Alright. Weiter geht's mit Smith Rowe, Reece James, Bruno Fernandes, Thomas Müller, Raheem Sterling und nochmal die Frankfurter. Kolumani. Heung-min Son, wir haben Ashley Cole, Juan Bernat, William Saliba, Lautaro Martinez, Barella, Veron und Ronaldo für Real. Mudrik, Rookie Base, Mane für Bayern, wir haben Frank Lampard für Chelsea, Benzema, Vinny Jr., Iniesta und Pedri, Duo, Paul Werner, Rookie für, er ist kein Rookie mehr, für Bayern und Enzo, Rookie. Weiter geht's, Gavi, Son, Mudrik, Henderson, Ronaldo, Fabregas und Havertz, Sesko und Adeyemi. Nuno Mendes, Luis Diaz und Numbered Legend of 99, Marco van Basten für AC Milan. Sehr cool. Marco van Basten. Geiler Spieler früher. De Bruyne, Rodrigo, Nacho, Sova, Pedri und Julian Alvarez. Erste Mal für City dabei. Jetzt hier. Heute. Alright, letzte Pack und dann haben wir noch eine Box. Lampard und Mount. Bellingham und auf 99 ist Kylian Mbappe. Nice. Mbappe, und das ist Max B. Congrats, Mbappe. 99, nummerierte Mbappe geht immer, ne? Sehr cool, congrats. 33 von 99. Kimmich, David Neres, wir haben Kaká für AC Milan. Leo Messi. Ich hasse diesen Namen, Timo Werner. Und Rookie für PSG. Hugo
Mein Gott, okay, ich nenne ihn Hugo. Der Name ist so schwer für mich auszusprechen. Mein Gott, aufschneiden lernen wir nochmal. Zum dritten Mal heute schon. Alright, letzte Box für den ersten 5-Box-Break. Komm, geiles Auto noch hinterher. Also, die Autos sind bisher nice, muss ich sagen. Also, im Vergleich zu anderen Produkten ist es schon ganz nett. Lisandro Martinez, Vinny Junior, Gabriel Martinelli, Legend für Celtic ist Henrik Larsson, Gravenberch, Gavi, Luis Diaz und Reece James. Haaland, Lewandowski, Girena, Andrés Iniesta, Barça, nochmal Haaland, Patrick Kluivert, Barça, Mané für Bayern und Raheem Sterling für Chelsea. Neymar, wir haben Fabio Blanco, heißt er Blanco? Ja, Blanco. Leo Messi. Lisandro Martinez. Dusan Vlahovic. Zalewski für Rom. Vidic für Manu. Und Zaire Emmert für PSG. Di Maria. Bukayo Saka, Spence, Rookie für Tottenham. Wir haben Blanco, Lukaku, Virgil van Dijk, Dennenau, Xavi und Gavi und Weston McKennie. Mo Salah, Noah Lang, Erling Haaland. Auch die erste, glaube ich, die so ist. Harvey Elliott für Liverpool, Diogo Jota für Liverpool, Tell für Bayern, Ronaldo und Mudryk. Next up, Zalewski, Lewandowski und auf 99 Nacho für Real Madrid. Micha. Macho. Neymar, wir haben Van Basten nochmal. Vlahovic, Marquinhos Rookie für Arsenal. Saka und Frankfurt nochmal. Mudryk. Salah, Alaba, Tchouaméni, Dennenau, Iniesta und Pedri für Barça, Simakan, wir haben Kaká für Milan und Musiala für die Bayern. Wow, Szoboszlai, Reece James, Yaya Touré für City, dann haben wir Thomas Müller. Mohamed Salah, Vlahovic, Stevie G für Liverpool und nochmal Frankfurt, Kolo Muani, einige Frankfurt-Hookies dabei gewesen. Also. Sancho, Phil Foden. Oh, das ist das Auto. Noah Lang, das kam aus dem Nichts. Noah Lang für Brügge nochmal und es ist wieder Roman. Noah Lang. Für Brügge. Leider das schlechteste Auto, das hätte ziehen können, glaube ich. Gefühlt. Ist kein schlechter, aber auch nicht. Blödes Team, ne? Akuma, Darwin Nunes, Leo Messi, Harry Kane, Saka und Anthony. Letzte Pack, Jungs. Den ersten Break. Duel. Wir haben noch eine nummerierte. Duel. Xavi und Gavi. Alright. Dann haben wir Renato Sanchez und. Darum. 11 von 25. Marco van Basten. Nice.
Nochmal AC Milan. Nochmal Marcel, congrats. Marco van Basten. Die mit Autowerke. Nice. Alright, Borges. Wir haben The Goat, Dennis Bergkamp, Timo Werner, Rashford, Guardiola und Harry Kane. Und das war's schon für den ersten Break. Mal kurzes Recap. Einfach querbeet durch. Alright, also Legend auf 25, Marco van Basten für Milan. Wir haben Noah Lang Auto für Brügge auf 99, Nacho für Real Madrid auf 99, PSG, Kylian Mbappe, Marco van Basten auf 99 für den Rainbow. Dann hatten wir Veron für Porto auf 99, wir hatten Jude Bellingham auf 49 für Dortmund und Luis Garcia auf 99 für Liverpool. Die schöneren Hits waren auf 5 Rookie Sowa für Brügge, 1 von 5. Club Brügge, nice one. Dann hatten wir, schaut mal, im Auto von Riyad Mahrez für Manchester City auf 49, sehr cool. Dann hatten wir ein Harry Kane Auto für Tottenham auf 49. Wir hatten ein Theo Hernandez Auto auf 49 für AC Milan. Theo Hernandez auf 49. Wir hatten ein Luis Garcia Auto für Liverpool auf 49, auch sehr cool. Und eine One of One, Ruben Diaz. One of One für Manchester City. Congrats. Das war Break Nummer 1, Break Nummer 2 folgt jetzt gleich. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.